Wir wollen ja lebendige Debatten. Deswegen nutze ich auch die Gelegenheit. Herr Kurz, Sie haben uns mitgenommen auf eine Zeitreise. Zeitreisen sind ja immer was Schönes. Und deswegen ist ja vieles von dem, was Sie sagen, das hat ja auch Frau Kolbe vorhin ausgeführt, gar nicht falsch, wenn wir uns ins Jahr 1992 zurückbeamen würden und diese Entscheidung heute noch mal neu treffen würden, dann könnte man sie sicherlich so oder anders treffen. Aber ich will Sie schon mal fragen, wir sind jetzt eben nicht im Jahr 1992, sondern wir sind im Jahr 2016. Und wir haben jetzt im Jahr 2016 zu entscheiden. Und da geht es doch um die Frage, wie Sie denn mit dem, was Sie hier jetzt gesagt haben, wie Sie denn jetzt ernsthaft im Jahr 2016, wo es ja um die Frage geht, ob Sie ein Recht, ein altes Recht des FRG, das Fremdrentenrecht von damals, heute wieder für eine Personengruppe wieder neu einführen. Und da müssen Sie, und das haben Sie meines Erachtens im Ausschuss nicht getan, das haben Sie auch heute nicht getan, da müssen Sie die Frage beantworten, wie Sie denn damit umgehen, dass Sie auf der einen Seite einer Personengruppe Fremdrentenrecht von damals 100% gewähren wollen, während eine andere Personengruppe, die ja auch aus Ländern gekommen ist, in denen Unrechtsregime geherrscht haben und in denen keine Demokratie geherrscht hat, die also unter ähnlichen Bedingungen hierher gekommen sind in die Bundesrepublik Deutschland, die aber nur 60% der Rente bekommen. Und das Zweite ist, erklären Sie doch mal, wie Sie heute, nicht 1992, ein damals bestehendes Recht fortschreiben, sondern heute im Jahr 2016 ein Recht wieder neu einführen wollen, in dem Frauen systematisch gegenüber Männern benachteiligt werden. Denn die FRG-Tabellenentgelte diskriminieren Frauen systematisch gegenüber Männern. Das mag eine Praxis sein, die in den 50er und 60er Jahren in der alten Bundesrepublik, Sie haben das ja beschrieben in Ihrer Zeitreise, eine Praxis sein, die damals akzeptiert worden ist. Ich kann sagen, aus heutiger Sicht, eine Praxis, die aus heutiger Sicht auf keinen Fall akzeptabel ist. Erklären Sie das doch mal, wie Sie denn genau das erlösen wollen. Herr Kollege Kurz, Sie haben die Möglichkeit der Erwiderung.